Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Minecrafts Survival. Das dürfte mittlerweile die Folge 21 sein. Mensch, schon ganz schön vorangeschritten. So, wir mussten was essen erst einmal. So, und dann hatten wir uns in der letzten Folge mit unserem Verzauberungstisch eine Spitzhacke verzaubert. Und ja, jetzt ist unser Diamantenbestand natürlich auf 2 gesunken. Das ist jetzt nicht so prickelnd. Ich bin auch am Überlegen, ob ich mir aus den 2 Diamanten gleich noch ein Diamantschwert mache. Aber ich werde das, glaube ich, erstmal dabei belassen. So, ich nehme mir ein bisschen Kohle mit. Warte, das Obsidian kann da gleich wieder rein. Das Lapis auch. Was ist das? Das ist die Wolle. So, dann würde ich sagen, hauen wir hier ein bisschen Kohle rein, damit uns das Essen auch mal ein bisschen... So, was ist hier draußen so los? Ich habe doch hier gerade jemanden röhren hören. Da bist du doch. Hallo. Na, geht's gut? Warte, Junge. Ach. Sag Bescheid, wenn du wieder an Land gekommen bist. So, ich würde ganz gerne eigentlich mal in den Nether reisen. Ich weiß gar nicht, da waren wir, glaube ich, bisher einmal, oder? Waren wir schon mal im Nether? Ich glaube, wir waren schon im Nether. Wir haben, glaube ich, schon wegen Glowstone oder sowas. Wir hatten doch schon Glowstone-Staub. Nein, hatten wir noch nicht. Okay, hatten wir noch nicht. Gut, doch, wir waren im Nether. Da ist Netherstein. Und da ist auch Glowstone-Staub. Ha, ich wusste es doch. So, ich gehe erstmal schlafen. Und dann würde ich sagen, beschäftigen wir uns ein bisschen damit, unser Haus erstmal fertig zu machen. Haben wir hier noch, genau, wir haben hier noch Stein, das heißt, da oben können wir gleich mal einen Stein reinsetzen. Und hier auch. So, 7, das dürfte genau nicht reichen. Oh, doch, bleibt so einer über. Mensch! Wie hübsch. So, hier würde sich eigentlich ein kleines Fenster... Ach nee, da wollte ich halt die Öfen. Obwohl, das ist eigentlich egal. Dann machen wir das so. Dann kommt da das Fensterglas rein, was ich gerade nicht dabei habe. Die Kiste nehmen wir mit. Der Ofen kommt weg. Und die kommt auch weg. Okay. Dann nehmen wir den Ofen. Packen den dahin. Dann kommt hier nämlich noch ein zweiter Ofen drauf und das kommt dahin. So, Kiste kommt hier hin und da kann das Zeug dann gleich wieder rein alles. Zack, 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 zack. Das kommt da rein. Die Hälfte davon nehme ich schon mal mit. Die Äpfel kommen da rein. Und die Schere. Ja, und der Rest kann das mal bleiben. So, da kommt dann ein neuer Dings, den ich gleich mal bauen kann. Ein neuer, Ofen. So, 3 brauchen wir davon. Genau. Da draußen verbrennt gerade mal wieder die Nachbarschaft. Huch. So. Vor der Tür. Ich fasse es nicht. Mensch. Immer wieder. So, das muss da oben auch noch weg. Und das noch. Und dann können wir hier schon mal wieder ein bisschen Cleanstone machen. Darf ich bitte das Holz haben? Na. So, genau. Was ich hier mache, da bin ich mir noch nicht sicher. Ich bin mir sowieso mit dem kompletten oberen Geschoss noch nicht so ganz sicher. Es kann durchaus sein, dass wir das nochmal abreißen. Aber hier unten würde ich eigentlich ganz gerne erst einmal so weiterverfahren. Hier kommt das hin. Hier machen wir uns auch gleich mal noch einen Ausgang nach draußen. Warum? Einfach, dass wir nicht immer ums Haus laufen müssen, wenn wir hier mal hinten rausgehen. Ich plane nämlich so ein bisschen hier eine kleine eigene Mine reinzumachen, weil sich das gerade hier so ein bisschen anbietet. Und von daher... So, was wollten wir machen? Wir wollten, hatten Cobblestone. 5. Warte mal, da vorne hatte ich dort, glaube ich, auch gerade Cobblestone drin, oder? Ja, 14, 19. Mensch, das wird immer besser. So. Cobblestone, Cobblestone, Cobblestone und Cobblestone. Dann gehen wir hier noch weiter, machen da noch was hin. Da noch was hin, da noch was hin, da noch was hin. Auf der anderen Seite waren wir, glaube ich, fertig, ne? Jawohl, so, jetzt gucken wir mal hier vorne, ob hier alles jetzt
seine Richtigkeit hatte. Nein, hier fehlt noch was. Einmal. Zweimal. Der Rest, der muss von innen gemacht werden dann. Ja, hier kommt das eigentlich weg. Und da kommt dann der Dio, wo auch immer er ist. Dioritin. So. Hier oben, ja, das weiß ich nur nicht, wie wir das machen. Wie gesagt, ich bin mit dem ganzen oberen Geschoss noch nicht so ganz so einverstanden. Das kann durchaus sein, dass ich das nochmal verändere. Wie sieht das eigentlich von Weitem aus? Ja, ich glaube, das werde ich nochmal... Das werde ich, glaube ich, nochmal verändern. Nun gut, das soll aber jetzt erstmal nicht unsere Aufgabe sein. Jetzt will ich das hier erstmal rundherum ein bisschen fertig bekommen. Beziehungsweise da, wo es uns interessiert. Das heißt hier hinten noch, weil uns da jetzt, glaube ich, noch was gefehlt hat. Hier, genau. Und dann holen wir uns eine Tür, von der wir, glaube ich, noch eine haben. Oh, wir haben sogar noch zwei. Das ist praktisch. So, und die Tür machen wir uns hier, nachdem wir das nicht weggemacht haben, raus. Rein. Und sammelt gleich mal ein bisschen Zuckerrohr. Genau. So. Hängt jetzt was drin? Nein. Da was daneben gefallen? Auch nicht. Ja, unser Getreidefeld wird in naher Zukunft auch ein bisschen vergrößert. Hier waren wir auch gerade dabei, irgendwas zu bauen, sehe ich. Aber das ist nicht so ganz so. Was ich jetzt machen werde, ich werde mir eine kleine Rüstung craften. Ein paar Rüstungsteile. Und dann werden wir einmal ganz kurz in den Nether flitzen. Zack. Und noch zwei Schuhe. Und dann sind wir Full Iron. Wo ist jetzt der Helm? Hier ist der Helm. Ist gut. Ein neues Schwert machen wir uns noch. Sticks haben wir da. Das haben wir auch da. Zack, zack. Und dann haben wir schon mal ein neues Schwert auf Lager. Natürlich kriege ich jetzt die... das Achievement dafür. So, das Buch, das packe ich jetzt erstmal... Ach, keine Ahnung. Das nehme ich einfach alles mit. Habe ich irgendwas ganz Besonderes dabei? Nö. Na gut, das kann ich hier oben reintun. Das auch. Das können wir mitnehmen, das können wir mitnehmen. Das ist Quatsch, das kann hier bleiben. Und den Rest nehmen wir jetzt einfach mit. So. Auf in den Nether! Schwupps. Und rein geht's. So, und da sind wir auch schon im Nähte. So sah das hier aus. Welt baut sich noch ein bisschen auf. Da oben war das. Was war da hinten eigentlich? Ich muss immer aufpassen, dass man hier nirgendwo reinfällt. Was gab's hier unten so zu gucken? Schweinemänner. Das ist ein bisschen der Vorteil an dem Spawnen hier bei uns. Da muss man nicht unbedingt Angst haben, dass man da gleich von einem Ghast erwartet wird. Weil das Portal hier so richtig so ein bisschen in einer Höhle drin liegt. Das finde ich eigentlich ganz nice. Aber ich würde ganz gerne eine kleine Netherfestung finden. So, wir begeben uns hier mal um die Ecke. Und stellen uns hier mal hin und gucken mal ein bisschen. So, da hinten ist nichts. Weil das eigentlich ganz nice wäre, auch für die, für den Braustand zum Beispiel. Da braucht man ja auch, wie heißen die Dinger? Blaze Rods, Feuerstangen oder wie auch immer die heißen.
So, hier geht's hoch. Dann würde ich sagen, gehen wir mal ein bisschen. Gehen wir mal hier runter. Mit aller Vorsicht natürlich. So, komme ich hier runter? Ja. Wir müssen uns natürlich immer merken, wo wir lang gelaufen sind, sonst haben wir ein ziemlich großes Problem. So, Soul Sand wäre eigentlich auch mal ganz cool mitzunehmen. Ich nehme einfach mal ein bisschen was mit. So ein bisschen Soul Sand kann ja nicht schaden. Für wo auch immer. Ach so, genau, diese Nätherwarzen, die müssen hier drauf gepflanzt werden, glaube ich. Dazu ist der Soul Sand gut. So, dann schauen wir mal hier hinten. Oh Gott. Ja. Schon ziemlich trostlos. Wenn man jetzt ein Technikpack hier drin hätte. Hahaha. Da könnte man die ganze Lava so wunderschön nutzen. Jetzt natürlich auch, aber ich habe keine Lust, hier mit 25.000 Eimern runterzugehen und die Lava hochzuholen. Nur damit ich in irgendeiner Weise den Brennstoff dafür habe. Also, für was auch immer, aber... So, okay. Ich würde fast vorschlagen, wir bauen uns mal ein bisschen weiter in die Mitte. Hallo Schweinemann, na wie geht's? So, hier geht's hoch. Dann nehmen wir mal unsere weniger gute Spitzhacke. Das Zeug lässt sich ja Gott sei Dank sehr gut abbauen. Nur kein Schweinemann schlagen. Das wäre ja, glaube ich, gerade fatal. Wenn ein Haufen solche Viecher neben einem stehen. So. Ja, hier sind noch ganz schön viele gespawnt von euch. Haben wir denn irgendwas zum Bauen dabei? Wir haben 40 Holz, das macht sich im Nether nicht so gut. Netherstein haben wir noch ein bisschen da. Ich würde eigentlich lieben gerne mal darüber oder beziehungsweise da vielleicht mal hoch oder so. Ich baue mich hier einfach mal mit meiner Hacke, die gerade kaputt gegangen ist, hoch. Genau. So, nehmen wir mal die Holzspitzhacke, die ist eh gleich im Arsch. Oh, im, weg. Genau. Und... ja, na gut, dann nehmen wir halt die. Wir haben sie ja nicht umsonst. Ist ja schließlich auch Haltbarkeit drauf. Dann bauen wir uns hier mal ein bisschen lang. So, da haben wir gleich noch ein bisschen Netherquarz. Das lasse ich jetzt aber erstmal links liegen. Ich hoffe immer, dass hier keine Lava von oben kommt. So, jetzt sind wir irgendwo angekommen. Ist hier oben irgendeine weise Erkenntnis? Nein. So. Gehen wir hier mal ein bisschen lang schauen. Ich glaube, hier können wir rüber. Ja. So, dann gehen wir hier mal rüber. Aber was ich vorher mache, ist mir diesen Platz markieren, wo wir uns hochgebaut haben, schrägstrich runter müssen wieder. Wenn ich den jetzt finde. Der war, glaube ich, hier unten, kann er sein. Nein, war er nicht. Dann war er hier vorne irgendwo. Hier war es, genau. So, da bauen wir nämlich ein bisschen. Oh Gott. Ich baue hier einfach mal ein bisschen weiße Wolle hin und hänge da mal eine Fackel dran. Zack. So, zwei Fackeln. So, Marshmallow, wo bist du? Ich habe dich doch gerade gehört. Ich habe doch feinen Bogen dabei, oder? Jawohl. So. Okay, er ist nicht da, dann, gehe ich halt wieder weiter. Huch, wir müssen essen. Und weiter geht's. Yay. Vorsichtig auf leisen Sohlen.
Durch den brennenden Nether. So, falls wir mal Kies brauchen, hier ist welcher und ich glaube, hier kommen wir nicht rüber. Nein. Ah, immer wenn ich das Vieh höre. Gehen wir mal hier hoch. Wir hoffen, dass wir hier oben irgendwas sehen. So dolle selten sind diese Nether-Festungen ja eigentlich gar nicht. So, hier kommen wir runter, ne? Gehen wir da drüben lang. Hier mal hoch. Einmal ganz kurz. Zwei schon zwei von den Viechern. So, hier geht's nicht weiter. Oder? Nein, ist ein kleiner Raum. Ja, dann, schauen wir einfach mal weiter. So, hier ist wieder Glowstone. Da unten ist lustiges Schweinetreiben. Aua! Hier kommen wir, glaube ich, runter. Ja. So, da hinten müssen wir hin, das heißt, wir müssen uns einfach nur hier halten. Da vorne, ich sehe es. Ha, wir haben eine Netherfestung gefunden. Yay! Na, das ist doch, das ist doch schön. So, und wie es uns in dieser Netherfestung geht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Haha, Cliffhanger des Todes. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch eine kleine Bewertung da, würde mich freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schön, dass ihr zugeschaut habt und sage Tschüss.